Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Wir befinden uns jetzt gerade noch im Lost Cave und müssen jetzt erstmal 50 Schockkristalle sammeln. Ja, ich denke mal, das wird nicht so schwer sein. Denn wir wollen ja noch ein bisschen höher leveln, damit wir endlich dann Sledge töten können. Da vorne sind die ersten Gegner, ein Krabbenwurm. Ich muss mal gucken, was ich nochmal für Waffen habe. War eine längere Aufnahmepause. Okay, okay, okay. Machen wir gleich mit dem Raketenwerfer weiter. Und gucke mal, was diese aushalten. Ich höre auch die ganze Zeit irgendwas explodieren. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ich vermute mal, es werden diese Schockkristalle sein, die wir einsammeln müssen. Aber scheiße, da kommt noch einer. Das werden wir dann sehen. Ne, da kommen noch zwei. Unbedingt eine Munitionserweiterung für meinen Raketenwerfer, sonst hält das nicht so lange. Ach, guck mal, gleich mal hier am Automaten, ob wir uns auch was holen können. Was sagt er denn? Upgrades, Speicherdeck, wo ist er denn da? Rocket. Auf 40 können wir es aufwerten, das ist doch gut. Nochmal können wir nicht, weil wir es schon haben. Granaten haben wir voll, Munition ist da voll. Jetzt können wir wieder Raketen holen. Machen wir. Ups, was ist da denn passiert? So, jetzt haben wir nochmal Raketen geholt. Und gehen auch gleich mal weiter. Mal schauen. Wo kommt dieses Explodieren her? Ich gucke erstmal kurz, wie groß die. Ah, so groß ist die Karte nicht. Ist halt wirklich nur ein Dungeon. Schockkristalle. Sowas hier. Nein, sowas da. Okay. Ah, ich glaube, da sollte man nicht zu nah rangehen. Sonst kriegt man bestimmt Schaden. Krabbenwurm. Komm her. Au, das zieht ja gar nicht mehr. Ich brauche unbedingt ein neues SMG und da kommen sie jetzt schon alle wieder angekrabbelt. Diese kleinen Mistviecher. Ja, mit dem Raketenwerfer ist das doch relativ easy. So, ihr sollt sterben. Oh, Fernangriff, okay. Ich freue mich irgendwie schon auf den Kampf mit Sledge. Aber ich denke, das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Und wo müssen wir denn lang? Da ist nochmal ein extra Umweg. Ich glaube, dann gehen wir wirklich mal da lang. Gucken. Alpha-Skag. Okay, hier sind Skags. Das ist ja auch nicht so schön. Aber die werden uns, denke ich mal, nicht aufhalten. Außer das sind mehrere. Scheiße. Oh, drei Stück. Scheiße. Ja, irgendwie diese Alpha-Skags, die mag ich echt nicht. Weil man bei denen nicht so gut durchkommt. Nein, drunter durchgeschossen. Ein bisschen Zielwasser trinken. So, da bist du ja. Komm, geh weg. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Ja. Haben wir's. Okay, dann sind wir gleich wieder beim Automaten und holen uns wieder Raketen. Irgendwie. Ich muss unbedingt den Skill skillen, wo ich mehr Raketen mitnehmen kann. Und da ist noch einer. Oh, das war natürlich nichts. Ah! Wo ist der denn jetzt hin? Ach, da hängt einer. Gut, haben wir den auch wieder erledigt. Also wenn da so viele Gegner kommen, dann muss doch da in der Ecke irgendwie eine Truhe sein, die man mitnehmen kann. Ich glaube, ich habe hier, ja, habe ich auch, ein Schockkristall vergessen. Und noch einer. Ja, gut. Nein, noch zwei. Das kann doch nicht wahr sein. So viele Gegner, einfach nur da. Okay, Level up, das ist auch schön. Jetzt stirb endlich! Ja, ein Satz mit X war das mal. Skillen wir erstmal den Punkt.
Explosivschaden, wo war denn das hier? Das müssen wir auch skillen. Erhöhen wir aber erstmal den Explosivschaden, oder? Ja. Ja, so. Explosivschaden haben wir jetzt mal erhöht. Gucken mal, ob sich hier irgendwas... Hier sind nur Schockkristalle, das ist doch ein Witz. Na gut. Holen wir uns mal die Schockkristalle hier raus. Und gehen dann weiter durch den... Hey, hallo? So. Haben wir jetzt alle? Ja, haben wir alle. Und gehen weiter hier durch den Gang. Da erkunden die Höhle noch ein bisschen mehr. Da hinten sind wieder Krabbenwürmer. Das sind nur Larven? Also klein oder was? Ach, scheiß drauf. Muss man auch sterben. Okay, okay, okay. Ja, mit der Raketenwerfer kann ich schön immer aus der Ferne schießen. Okay, oder nachladen, nachladen. Und ja, dann können die Gegner mir eigentlich recht wenig anhaben. Meine Munition reichen würde. Voll. Brauchen wir nicht. Hier haben wir schon ein paar Kristalle abgesammelt durch unseren Raketenschuss. Und da sind die restlichen. Jetzt haben wir schon 14 Stück. Das geht relativ fix. Entschuldigung. Ich hoffe nicht, dass ihr das Vibrieren gehört habt. Die sind echt laut. Aber dann haben wir es ja irgendwie zum ersten Mal, ich wollte gerade sagen, nicht mit Banditen zu tun, aber hier sind überall Flaggen, als wenn hier auch Banditen leben würden. Aber wie machen die denn das? Mit den ganzen Monstern hier. Da oben ist eine Truhe gewesen. Die holen wir uns gleich mal. Hier ist auch noch eine Truhe. Und was ist drin? Pistolen. Oh, ich höre einen Gegner, ich höre einen Gegner. Ach, da hinten ein kleiner Skeck. Gucken wir erstmal, was wir hier für Pistolen haben. Revolver. Ah, ich habe schon Flinte. Ah, ich glaube, ich nehme Revolver mit anstatt so ein MG. Einfach nur für die Genauigkeit. Oh, das Teil ist ja geil. Das hat aber leider kein Visier. Das hat einen Waffenzoom. Guten Schaden. Blitzschaden. Nehmen wir das mal mit hier. Und rüsten das auch gleich mal aus. Gegen unseren Bone Shredder. Mal gucken, was der Revolver so kann. Ja, gleiche Optik wie beim Bone Shredder und... Ah, gut. Aber habe ich denn gar keine Revolver-Munition? Da kommt sie schon wieder, die Revolver-Munition. Hörst du auf? Du böser kleiner Hund. Oh, ne. Ja, irgendwie ist die Waffe doch gar nicht mal so gut. Bei mir werden es hier gerade echt so viele. Der Schrot geht halt immer noch am besten. Ja, so muss das aussehen. Hört auf, mich anzugreifen. So. Na, da kommt doch noch was. Oh, das ist ja eine Horde. Ein Riesenfriedhof hier. Mit Skeks. Aber die haben mich angegriffen. Dann passiert sowas. Und hier haben wir noch ein paar Kristalle. Ach, jetzt haben wir nur den Revolver dafür. Na gut.
Das ist jetzt auch nicht so berauschend. Wenigstens was für einen Fernkampf, was relativ präzise ist. Vielleicht entscheide ich mich auch noch um und nehme wieder Bone Shredder zum Spielen. Aber es ist ja jetzt sozusagen der erste Revolver. Oder ich nehme Scharfschützengewehr, aber nein, das nehme ich nicht. Komm, wenn der jetzt schreien würde, dann wäre er tot. Nicht ganz tot, okay. Ach, Schrotflinte nachladen. Reload, okay, habe ich schon. Und dann... Hör auf zu schreien. Du stirbst doch eh. Echt viele Gegner hier in der Höhle. Muss man schon sagen. Hörst du auf, mich anzuspucken? Moment, ich muss mal kurz weg.